Wir haben uns heute hier versammelt, um zu sehen, wie wir den Frieden wiederherstellen können, nachdem Hirut Tadelle umgebracht hat. Nun wollen wir hören, was der Vater des Mädchens sagt. Hirut ist ein schwieriges Mädchen. Sie war von Anfang an dickköpfig, hatte immer ihren eigenen Willen. Alles, was sie sich gewünscht hat, war zur Schule zu gehen, damit sie eines Tages zur Universität kann. Sie haben ein junges Mädchen in einem Dorf verhaftet. Das Mädchen heißt Hirut Asafa. Sie ist 14 Jahre alt. Wie bitte? Erst 14? Sie braucht keine Anwältinnen. Sie hat einen Mann getötet und dafür bezahlt sie mit ihrem Leben. Fräulein Mercer, was sagen eine Sie? Eine Frage, Mercer. Wie geht's dir? Hirut wurde auf Kaution entlassen. Wir bringen sie jetzt ins Krankenhaus. Andenet übernimmt ihre Verteidigung vor Gericht. Ich habe den Staatsanwalt gebeten, mit dem Dorfältesten zu sprechen. Du weißt, in keinem einzigen Fall von Notwehr wurde bisher zugunsten einer Frau entschieden. Sein Sohn hat sie gegen ihren Willen genommen. Es ist seine Schuld. Aber jetzt ist er tot. Also will ich gemäß der Tradition, dass dieses Mädchen mit dem Tod bestraft und neben ihrem Opfer begraben wird. Hirut ist wieder da. Was? Nein, Aregas! Nimm den Kopf runter! Wenn Gewalt gegen Frauen wahrgenommen werden soll, müssen wir diesen Fall gewinnen. Wenn nicht, dann sind wir am Ende. Es geht aber nicht nur um sie. Durch diese Klage können wir alles verlieren. Wie sollen wir dann den Frauen helfen, wenn wir nicht einmal mehr existieren? Guten Morgen, verehrte Hörer. Die mündliche Verhandlung werden wir live übertragen. Als die drei Richter den Raum betreten, herrscht im Gerichtssaal Totenstille. Alle Augen sind auf Hirut gerichtet.